über ihren Weimar, das ist nicht nur die Stadt der Klassiker, sondern auch die der Musik. Das ist der erste Angelpunkt meines kleinen Witzes, den ich vortragen will. Zweitens sind hier eine Menge studierte Leute, die kennen Studentenzeiten. Und da ist mal Folgendes passiert, es war eine andere Fachrichtung, nämlich ein Musikstudent war auf der Suche nach einem Zimmer. Na, wie das so üblich ist, man muss ja eine Studentenbude haben. Und da klopft er an der Tür und die Vermieterin, die zukünftige Vermieterin, macht auf. Er trägt sein Anliegen vor, dass er Student sei und auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf. Und da fragt sie ihn, was er denn studiere. Und er sagt mit Stolz, Musik. Und da sagt die Vermieterin, da kommen Sie für mich als Untermieter überhaupt nicht in Frage. Mein letzter Untermieter war nämlich auch ein Musiker. Zuerst war er zu meiner Tochter ganz bethöflich. Eines Tages kam man mit einem Strauß, nahm sie mit List beim Händel, führte sie über den Bach auf die Heiden. Dort wurde er immer reger. Und das Ende vom Liede war ein kleines Mendelssöhnchen. Und nun frage ich Sie, wohin damit?